Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Auspack. Nachdem die Let's Plays ja nicht so gut laufen hier und ihr, glaube ich, eher so Unboxings sehen wollt, hau ich einfach mal was Neues raus. Und das ist jenes welches hier. Das Rollei Monkeypod. Gerade eben bestellt, beziehungsweise gestern bestellt, gerade eben geliefert bekommen. Momentan benutze ich dieses Teil. So, rausgezoomt. Rausgezoomt haben wir. Dieses ist ein Fake Gorilla Pod. Die Dinger kosten sonst so um die 50 Euro in der Größe. Das hat jetzt irgendwie 5 Euro beim China-Mann gekostet. Problem ist halt, irgendeiner von denen hier fällt immer auseinander. Das ist natürlich der Vorführeffekt jetzt. Ja, jedenfalls, manchmal, wenn man hier verbiegt, poppen diese Kugeln raus. Und ich weiß nicht, ob ich denen dann auch noch irgendwie eine Kamera anvertrauen will, wenn die, wenn das Teil hier irgendwo rumgewickelt ist und die frei hängt. Deswegen damit weg. Außerdem ist hier direkt das Gewinde. Das heißt, wenn ich das Teil irgendwo hinstelle, zack, ist die Kamera nie komplett gerade. Das heißt, ich muss immer an den Beinen rumfummeln. Okay, das hört sich jetzt komisch an. Um die Kamera irgendwie gerade auszurichten. Aber naja, gut. So, damit. Zurück hierzu. Machen wir es gerade mal auf. So. Mal sehen. Plumps. Braucht man eh nicht. So, mal kurz zum Größenvergleich. Ja, Größe ist von den Beinen her gleich lang, bloß hier ist noch dieser Aufsatz drauf. Okay, also es ist wesentlich leichter zu verbiegen. Gut. So, das hier ist so ein, dieses komische, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses weiche Schaumstoffmaterial. Hier sind Füße, also man kann es wirklich schwer, wenn es mal steht, dann steht es relativ gut oder recht gut. Und Hauptgrund war dieser Kugelkopf, weswegen ich mir das Teil jetzt geholt habe, weil man damit dann, wenn das Teil irgendwo stabil steht, kann man damit die Kamera noch ausrichten. Mal sehen, wie gut er hält. Wenn man ihn hier zudreht. Dreh. Doch, den kann man sehr gut festdrehen. Des Weiteren hat man hier diesen Schnellverschluss. Von beiden Seiten drücken. Zack, raus. Sehr geil. So sieht das Ganze da drin aus. Feder. Fertig. Hier sind so kleine Nupsis, da muss ich noch zeigen, wie stabil diese Verbindung hier ist, weil das ist doch arg dünn. Hier kann man dann halt die Kamera drauf montieren. Habe ich da jetzt irgendwann da? Ich habe jetzt nur dieses Teil. Ja, komm. Da. Mal hier das Ding drauf. So, kann man von unten halt die Schraube hier noch ein bisschen anziehen. So, zack, bumm, fertig, fest. Oder so, zack, jetzt ist fest. Sehr geil. Könnte man quasi als Selfie-Stick benutzen irgendwie. Oder halt eine Kamera drauf knallen. Also es sieht sehr stabil aus. Ich denke mal, das war eine gute Wahl. Vor allem vom Preis her. Zoom euch mal ein bisschen hoch. Zack, ich habe da mal was vorbereitet. Bei Amazon kostet das Ding gerade 12 Euro und hat doch recht gute Bewertungen. Deswegen habe ich es mir auch geholt. Ich habe da jetzt keinen Rev-Link in die Beschreibung gehauen. Also ihr müsst einfach nach Monkeypod suchen und fertig ist das. Dann findet ihr das schon. Ja, das soll es gewesen sein. Zu diesem kleinen Review.
Ich finde es gut. Ich finde es gut. Es ist ja minimal schwerer als jetzt hier die China-Version, aber ich denke mal, ein originales Gorillapod ist dann doch noch eine Ecke schwerer. Na gut, das Teil ist halt wirklich meh. Aber das Ding. Ich spreche mal eine vorsichtige Empfehlung aus. Ich habe es noch nicht im Einsatz gehabt jetzt, weil wegen gerade ausgepackt. Aber ansonsten schätze ich mal, das ist ganz gut. Wie gesagt, dieser Mechanismus hier, da muss man mal gucken, wie haltbar der ist. Sollte sich da noch irgendwas großartig ändern, haue ich da irgendwas in die Kommentare rein oder in die Beschreibung nochmal einen Nachtrag. Aber ansonsten soll es das jetzt mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie eine kleine Kaufentscheidung geben oder abnehmen oder wie auch immer. Und damit sehen wir uns zum nächsten Video oder zum nächsten Let's Play, wie auch immer. Bis denn. Tschüss.